Also, ich müsste 1, 3. Das ist wahrscheinlich ja gestoppt. Rechts, 1, 2, 3, 4. Also, der müsste auf jeden Fall gestoppt werden. Also drehe ich den einen weiter. So, nicht. Oder der müsste so sein. Jetzt ist nur die Frage, wie ich mit dem unten vorankomme. Der müsste nämlich auch irgendwie den stoppen und unten da einen weiter. Unten und einen weiter. Und ich drücke jetzt einfach mal. Was ist das denn? Wozu sollte ein Kühlschrank eine Röhre brauchen? Keine Ahnung. Jetzt sind meine Finger total klebrig. Klingt sinnvoller als sonst, was er sonst von sich gibt. Halt durch, Kumpel. Ich schätze mal, das Ding kommt hier irgendwie ran. Gute Idee, heilen halt vielleicht doch nicht. Hilft das vielleicht? Immer weg, ich muss den Wärmefluss regulieren. Ja, ich weiß. Aber solange ich nicht weiß, wie das geht, weiß ich nicht, wie ich weiterkommen soll. Hier kommt auch keine Hitze raus. Hier kommt nichts, hier passiert nichts. Ich stopfe den einfach mal hier rein. In der Hoffnung, dass hier irgendwas passiert. Weil es aussieht, als wäre da irgendwas mit Druck. Das war das andere Ding hier mit Ebensen da. Ja, wir haben Spaß. Die X04N3. X04N3, das sind die Akkumulatoren. 78 Check 5. 78 Check 5. 78 Check 5.
Aber Gorki. Gar nicht wirklich. Ich drücke hier einfach mal drauf. Okay. Das ist, ja. Okay, das ist eine gute Idee, aber ich muss den pappigen Würfel schmelzen, wenn ich ihn als Kleber verwenden will. Okay, gut. Danke. Aufnehmen. Abdrehen. Gut, die Platte scheint zu halten. Jetzt muss ich nur noch mit dem Kurzrauslauf wieder zum Laufen bringen. Da ich ja hier nichts mehr drehen kann, mache ich einfach so. Drücke zu Pop. Puh. Bist du wieder in Ordnung, Gorki? Ich hoffe nicht. Nee, ich hoffe doch. Ja, aber ich schäme mich etwas, weil du mich so gesehen hast. Wie ist das passiert? Etwas hat zu einem dramatischen Anstieg des Drucks geführt. Aber die Temperatur der Hardware ist stabil und das Kühlsystem ist ein geschlossener Kreislauf. Es ist eigenartig, ich habe keine Erklärung dafür. Ja, es war beängstigend, aber jetzt ist alles wieder in Ordnung. Du solltest besser eine allgemeine Überprüfung durchführen, damit sowas nicht nochmal passiert. Ich mache mich jetzt in der Zwischenzeit wieder an meine Aufgaben. Das Leuchtfeuer. Funkleuchtfeuer spielen. Synchronisiere die Nähe der Frequenzantenne mit der aktuellen Trägerwelle, schließe die Leuchtfeuertastatur an. Spiele Speziale Non-Troppo in einer aufsteigenden Reihenfolge. Die. Der ist das mit dem Schrott. Synchronisieren ist. Pick. Energie. Leuchtfeuer spielen. Synchronisiere die Niederfrequenzantenne mit der aktuellen Trägerwelle. Wenn ich jetzt noch wüsste, wie ich das letzte Mal das gemacht habe. Achso, die können erstmal zurück. Ebenso wie die hier. Bitte. Wie das da brauche ich. Warum geht das jetzt nicht? Brauchte ich dafür doch noch eine Hardware? Ja, genau, die X02. Oh Gott, das ist ja wirklich mit ihr. Ich hätte gerne erstmal die Höhe richtig. Dann passt die Welle nicht ganz. Und da wird sie ganz crazy. Die passt nämlich überhaupt nicht. Das passt schon eher, aber mir fehlt noch eine zweite
Ebene. Die ist richtig, die ist richtig. Und da ist sie wieder ganz verkehrt. Okay, die muss auf jeden Fall kürzer jetzt. Geh mal hier weg. Okay, die läuft auf jeden Fall ein bisschen zu schnell, finde ich. Für die Frequenz da. Und dann ist sie auch irgendwie zu ruckelig. Und irgendwie geht die auch nur, wenn das hier richtig kalibriert ist. Mit dem Joystick passiert auch nichts. Okay, Flatline. Jetzt sieht er nicht richtig aus. Jetzt habe ich gelockt. Gut. Jetzt kann ich mein Lieblingsstück spielen. Piaggio di Mericordia. Speziale di non troppo. Speziale non troppo. Okay, einmal oben anfangen. Nicht hoch genug. Noch hoch genug? Nee, nicht hoch genug. Wie muss es sein? Aber ich weiß nicht mehr, wie lange. 2. Das war sogar richtig. 2. Und wenn ich jetzt noch wüsste, welche ich gespielt habe, könnte ich jetzt nämlich die machen, und zwar 1-1 und dann und der nächste mit, ups, mit 4.
Und das war der Verkehrte. Okay. Also. Zwei, ne? Eins. Noch zwei. Einmal der mit 1, okay. Mit 4, ne? Also. Eine Duplex-Verbindung zu Brain und Co. herstellen. Karl, bitte melde dich. Wie es scheint, versucht Frau Kartau, dich zu erreichen. Manuel, ich bin hier. Wieso flüsterst du? Karl, ich weiß nicht, was passiert ist. Es gab eine Fehlfunktion und die Tür zum Kommunikationsraum hat sich selbst entriegelt. Das ist der Raum, in dem du bist. Ja, ich muss die Tür wieder absperren, aber ich weiß nicht wieder, wie. Das Steuerpult funktioniert nicht. Kannst du sie nicht einfach entriegelt lassen? Ich verstehe nicht ganz. Wieso ist es wichtig, dass die Tür abgesperrt ist? Bitte, ich habe jetzt keine Zeit, es dir zu erklären. Ich muss die Tür absperren und zwar schnell. Du bist doch Technikerin, du kannst doch das Steuerpult nicht reparieren. Ich bin keine Technikerin für Türen. Ich habe keine Ahnung, wie das Ding funktioniert. Okay, lass mich mal nachdenken. Kannst du irgendwie rausfinden, um was für ein Türmodell es sich handelt? Unter dem Steuerpult ist ein Schild, darauf steht M161DF. Hat die Tür keine Kurbel, einen Hebel oder sonst was in der Art? Es gibt eine Kurbel mit. Aber mit der lässt sich die Tür nur von Hand öffnen oder schließen, aber nicht drüber absperren. Hast du mal versucht dran zu ziehen? Scheiße, ich glaub's nicht, dass ich das noch nicht versucht habe. Mist, sei leise, ich muss leise sein. Versuch es mal. Nichts, ich habe daran gezogen und gedrückt, aber das Ding bewegt sich nicht. Gibt es in der Mitte einen Knopf oder sowas? Nein, das Ding ist komplett flach, genau wie die Tür. Ich muss mir das einfallen lassen. Kannst du mir so sagen, was da drin ist? Wo befindet sich der Steuerpult? Neben der Tür auf der rechten Seite. Beschreib mir die Knöpfe. Es gibt drei Stück. Einer öffnet die Tür, einer schließt sie und einer sperrt sie ab, aber keiner davon funktioniert. Gibt es irgendeine Art Anleitung? Nein, da ist nichts. Unten sind nur vier Dreh- oder Neustartsymbole. Und der Steuerpult lässt sich nicht drehen und die Knöpfe auch nicht. Jedes Mal viermal zu drücken. Ja, habe ich. Ich habe schon alle möglichen Kombinationen ausprobiert. Sind die Symbole alle gleich? Jetzt wo du fragst, nein, die sind nicht alle gleich. Das erste dreht sich im Uhrzeigersinn, das zweite gegen den Uhrzeigersinn und dann wieder mit und dann wieder gegen den Uhrzeigersinn. Die sehen allerdings trotzdem nicht sonderlich hilfreich aus. In welche Richtung zeigen die Symbole nochmal? Okay, ja. Gibt es eine LED-Anzeige? Ist sie an oder aus? Es gibt keine kleine. Es gibt eine kleine LED-Anzeige, da war vorher ein Schlosssymbol drauf, aber jetzt ist sie aus. Okay, ich will dich was anderes fragen. Sag mal, wie die Anleitung aussieht. Dreh- oder Neustart-Symbole? Drehende Knöpfe auch nicht. Okay. Ich will dich was anderes fragen.
Ein Türmodell das ist. Komm auch nicht mehr raus. M161DF. Kann auch in meinem System jetzt hier gerade nichts machen, ne?